kannst du uns doch helfen. Jeder kennt das. Man scrollt so durch die Sender durch und findet einfach gar nichts. Nichts Interessantes. Als ich noch kein Handy hatte, habe ich sowas immer gemacht. Immer einfach durchgucken, ob irgendwas Interessantes läuft. Und sowas kennt ihr sicherlich auch noch. Aber warum konnte es so weit kommen? Warum kommt nur Müll im Fernsehen? Und wie sieht es überhaupt mit der Zukunft aus vom Fernseher? Das alles nach der Werbung. Nach dem Intro. Eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Wir schreiben das Jahr 1934. In Deutschland regierten die Nationalsozialisten und Propaganda war überall. Alle Medien wurden benutzt, um die Menschen mit Propaganda zu überfluten. Am 18. April 1934 wurde in Berlin die erste Fernsehübertragung in Deutschland öffentlich gezeigt. Achtung, Achtung! Fernsehsender Paul Nipkow. Die Familiensoße. Ach, da will wohl wieder jemand nicht glauben, dass die Fernsehübertragung echt ist. Mit dem deutschen Gruß, Heil Hitler. Well, that escalated quickly. Nur leider ging es hierbei vor allem darum, das Bild des Führers in alle deutschen Herzen zu pflanzen, so wie es betont wurde. 1936 wurden tatsächlich die Olympischen Sommerspiele in Berlin live übertragen, mit ca. 160.000 Zuschauern. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man ohne Aufsicht den Deutschen keine Kamera mehr in die Hand geben. Also in Deutschland sollten die zukünftigen Fernsehsender stark kontrolliert werden. Da Deutschland in Besatzungszonen aufgeteilt wurde, gab es diese unterschiedlichen Rundfunksendeanstalten. Ende der 40er Jahre versuchte man nun im Westen, diese Rundfunkanstalten föderalistisch aufzubauen. So entstanden daher die regionalen Sender wie der Bayerische Rundfunk oder der Hessische Rundfunk. Im Juni 1950 wurden alle Landesrundfunkgesellschaften, geiler Name, zusammengeschlossen zur Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, kurz ARD. Dazu kam später dann noch das ZDF, das Zweite Deutsche Fernsehen, die wiederum bundesweit ein einheitliches Programm besaßen. Das Fernsehen wurde mit Werbungen überflutet, wo Unternehmen ihre Waren präsentieren konnten. Guten Abend, ich bin Klaus Hansen, einer von 35.000 Mitarbeitern der Volksfürsorge. Ich hab was Neues fürs WC. Marmor Color, Schnurr und Schnauz, Blütenreigen, Rendezvous, Vogelparadies. Was ist Marmor Color? Mein Hobby. Einen Fernseher zu besitzen war damals noch sehr wohlstandsabhängig, doch nach langer Zeit etablierte sich das Fernsehen in Deutschland. Und wenn man Werbung als Unternehmen machen will, geht man meistens zum Fernsehen. Denn die Einschaltquoten waren extrem hoch gewesen und viele Leute haben Fernsehen geschaut. Das Fernsehen hat unterhalten, informiert und war im Großen und Ganzen extrem wichtig gewesen. Nur, was ist geschehen? Nun ja, es bildeten sich andere Möglichkeiten für Unterhaltung und Informationsbeschaffung. Denn es wurde eine gewisse Sache erschaffen, die die Welt revolutionierte. Das Internet veränderte alles. Was zuvor überflutet wurde mit komischen Videos und Websites, entwickelte sich immer weiter. Immer mehr Menschen verbrachten Zeit im Internet. Eine ganze Generation wuchs quasi mit dem Internet auf. Aber zunächst gibt es noch einen wichtigen neuen Gegner der Fernsehsender. Und zwar Streamingdienste. Einfach einen kleinen Betrag zahlen und schon kann man einfach alle möglichen Filme und Serien streamen, ohne in der Fernsehzeitung zu gucken, wann denn nun ein Film oder eine Serie erscheint. Jetzt schauen wir mal, wie die Fernsehsender so abschneiden, im Gegensatz zum Internet und zu den Streamingdiensten. Denn im Internet oder bei Streamingdiensten kann man einfach stoppen. Und kann zurückspulen. Ja, seht ihr? Und was passiert, wenn man das beim Fernseher macht? Oh, okay, bei meinem Fernseher geht's sogar. Du kannst eine Pause machen und dann kannst du wieder aufdrücken. Und dann ist man schon irgendwo anders. Es ist natürlich immer live und man kann nicht einfach Pause machen und dann nochmal zurückspulen oder so. Sowas geht nicht, außer man nimmt es natürlich auf. Das nächste Problem ist die Aktualität. Während manche Sender live direkt die wichtigsten Themen ansprechen und einblenden, hängen die meisten anderen Sender hinterher. Denn mal ganz ehrlich, die meisten Themen, die die Tagesschau zum Beispiel anspricht, die hat man einfach schon gehört. Hat man auf dem Handy gesehen, auf dem PC, irgendwo bekommt man schon diese Information mit. Und man braucht jetzt nicht unbedingt erst Sender einschalten und gucken, was jetzt neu ist. Dazu kommt noch, dass Informationen im Internet viel stärker variieren. Das kann natürlich auch für Fehlinformationen sorgen, was nicht so geil ist. Jedoch kann man auch so herausfinden, ob es vielleicht Fehler gab bei der Übertragung von Informationen. Man kann halt mehr Informationen abchecken und dadurch besser gucken, ob es vielleicht richtig ist. Wenn man nichts anderes hätte außer seinem Fernseher, dann müsste man einfach genau das glauben, was da immer gesagt wird. Dann müsste man zum Beispiel glauben, okay, das und das ist jetzt da und da geschehen, aber man könnte es nie komplett fact-checken.
was man halt im Internet ein bisschen besser machen kann. Aber jetzt schauen wir uns mal den Inhalt an. Denn das ist ja eigentlich der einzige Grund, warum man überhaupt Fernsehen gucken würde. Und reisen wir jetzt mal ein paar Jahre zurück. Welche geilen Sendungen fallen euch dabei ein? TV Total? Wetten, das? Die Heute-Show? Switch Reloaded? Schlag den Raab? Die Lulolfs? Ich glaube, jeder von uns könnte unzählige Sendungen aufzählen, die geil gewesen sind. Vor allem gab es damals auch Sendungen, die für Jugendliche waren oder für eher Jüngere. Doch wie sieht der Inhalt heutzutage aus? Joko Winterscheid, Heute-Show, Let's Dance, Joko und Klaas, ZDF Magazin Royal, wer weiß denn sowas, unlustiges TV Total. Und die Öffentlich-Rechtlichen scheißen extrem viele dieser langweiligen Sendungen raus, die sich nur Leute angucken, die über 50 sind. Und das ist wirklich sehr traurig. Das Fernsehen ist sowas von unattraktiv geworden für Jugendliche. Ich meine, wer von uns guckt sich really jetzt einfach mal so Fernsehen an? So richtig so einfach mal hinsetzen und die ganze Zeit Fernsehen gucken. Machen vielleicht manche, aber ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Und dazu kommt noch die Werbung. Wir können uns immer über die zwei Werbungen auf YouTube aufregen, aber Fernsehwerbungen sind nochmal was ganz anderes. Ich sag nur Pro7. Pro7 hat so viel Werbung rausgeschissen, es ist unnormal. Hierzu kommt auch noch das Problem, dass Werbungen immer weniger wert werden. Also zumindest in der Zukunft. Denn heutzutage sind Werbungen anscheinend immer noch im Fernsehen sehr wertvoll. Und man spricht ja auch Menschen an, die relativ viel Geld haben. Oder zumindest meistens. Ich meine, Timmy aus der 4B hat nicht mal genug Geld, um sich Gönnergy zu leisten. Warum sollte er sich denn bei den Werbungen denken, oh geil, das kaufe ich mir jetzt? Und das Internet hat einfach eine richtig geile Art an sich. Eine richtige authentische Art. Ich rede jetzt nicht über ApoRed-Videos, sondern die normalen Videos. Wenn ich Fernsehen schaue, dann weiß ich, dass da irgendein großes Team hintersetzt, die irgendwas erwarten wollen von einem. Oder von den Leuten, die gerade vor der Kamera sind. Aber wenn ich Ameisenigel schaue, dann weiß ich, dass er alleine fabelhafte YouTube-Kacke produzieren wird. Beim Fernsehen fehlt einfach diese gewisse Nähe zum Zuschauer. Und der Meinungsaustausch im Internet ist nochmal viel geiler. Es werden so viele Diskussionen geführt, das ist unnormal. Und beim Fernsehen? Ich meine, du kannst deinen Fernseher anschreien und mit ihm diskutieren, aber der Fernseher wird nicht antworten. Der Fernseher wird einfach nur das geben, was halt ausgestrahlt wird. Und wie vorhin schon angesprochen, wird das Publikum der Fernsehsender immer älter. Und jeder weiß, umso älter man wird, desto weniger anfälliger ist man für neuartige Sachen wie YouTube. Und das ist okay. Die Frage ist aber nun, wie machen die Fernsehsender weiter? Was werden sie dagegen tun? Denn man muss auch erwähnen, dass sich, glaube ich, noch die Fernsehsender sehr wohlfühlen. Ich glaube, es gibt noch keine richtige Angst davor, dass irgendwas vielleicht mal passieren könnte, wodurch man wirklich noch weniger Zuschauer bekommt. Sollte man wirklich etwas ändern, damit Jugendliche besser angesprochen werden? Oder sollte man bei Pro7, Joko und Klaas die ganze Zeit auf die Bühne werfen, bis sie Rentner sind und dann irgendwie hoffen, dass sie lustig sind? Nichts gegen Joko und Klaas übrigens. Aber eins muss man sagen, solange Tatort noch läuft oder Mord mit Aussicht oder irgendwelche ganz, ganz komischen Sendungen, die da irgendwie noch drin sind, ich blende euch jetzt mal ein paar ein, die sind wirklich, die kennt kein Mensch von uns, glaube ich. Solange es diese Sendung weitergibt, wird man immer noch Zuschauer haben. Die ganzen älteren Leute gucken sich das immer noch an und sie würden jetzt nicht einfach mal sagen, ich gucke jetzt was ganz anderes. Außer sie merken irgendwann, dass vielleicht manche Sendungen extrem unkreativ gemacht sind, aber naja. Aber was denkt ihr darüber? Schaut ihr selber noch Fernsehen oder denkt ihr, dass Fernsehen auch irgendwann aussterben wird? Schreibt es gerne in die Kommentare, denn hier könnt ihr es wenigstens reinschreiben. Bis dahin, haut rein und ciao. Siehst du, Brünnhilde, das passiert, wenn man einmal YouTube anschaltet. Wir gucken jetzt erstmal unseren Tatort weiter.